Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus haben viele Gesichter. Manche sitzen bedauerlicherweise auch hier im Saal, aber das ist jetzt gar nicht so in diese Richtung gemeint, sondern manchmal tritt es auf, ganz offen, manchmal tritt es aus, heuchlerisch mit Ja, aber, manchmal tritt es auf mit Wir können doch nicht alle. Ich sage Ihnen, es ist immer dasselbe. Und das Problem ist, mit Menschen, die Fremdenfeindlichkeit und Rassismus so vor sich hertragen, kann man bedauerlicherweise auch nicht diskutieren. Und ich kann es nicht mehr hören, sage ich jetzt einmal, wenn jemand sagt, sollen doch Italien und Griechenland ihre Grenzen schützen. Ich kann es nicht mehr hören, in dem Wissen, dass zwischen Griechenland und Türkei schon lange ein Zaun steht und unter anderem deshalb die Menschen darauf angewiesen sind, wenn sie von der Türkei nach Griechenland kommen wollen, in Boote zu steigen, um auf eine der nahestehenden Inseln zu kommen. Was bedeutet der Satz, sie sollen ihre Grenzen sichern? Sollen sie sie erst saufen lassen oder sollen sie sie an Land lassen? Kollege Gutenus, sollen sie sie an Land lassen oder nicht? Das ist die Frage. Sollen sie sie absaufen lassen? Das wollen sie anscheinend. Sie wollen, dass Kinder ertrinken. Sie wollen, dass Frauen ertrinken. Und sie wollen, dass junge Menschen ertrinken. Wenn sie sagen, sie sollen die Grenzen sichern, dann wollen sie, dass diese Menschen ertrinken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr Ruhe. Ich bitte den Redner fortzufahren. Ich glaube, wenn man dem Kollegen Gutenus eine Waffe in die Hand drückt und ihm an die Grenze stellt, würde er nicht zögern, abzudrücken. Aber bitte, wer weiß das schon? Nein, die Schreibtisch steht da sind genau dieselben, wie die sich hinstellen. Herr Abgeordneter Margulis, ich habe das Wort nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ich glaube, wenn man dem Kollegen Gutenus eine Waffe in die Hand drückt und ihm an die Grenze stellt, würde er nicht zögern, abzudrücken. Aber bitte, wer weiß das schon? Wenn man es damit erreicht, dass die FPÖ sich schleicht, dann wiederhole ich das gerne noch einmal. Raus mit euch! Ihr habt in einem demokratischen Parlament alle miteinander nichts zu suchen. Das stimmt tatsächlich. Und tschüss! Ich erteile Ihnen für die letzten Bemerkungen einen Ordnungsruf.